Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir sind immer noch auf der Suche nach Marleys Büro. Mann, merkwürdiger Name. So, und dafür glaube ich müssen wir jetzt hier lang. Genau, das müsste sich dann hier unten befinden, theoretisch. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Und dann da rein, oder nicht? Nee, doch nicht. Okay, stimmt, ist auch versperrt, von daher kommen wir dann niemals rein. Wo rein zuerst, ist die Frage. Achso, da kommen wir nicht durch. Gerätzustand kaputt. Na, dann hacken wir mal wieder. Wo haben wir das Signal denn? Das und das würde ich sagen, oder? Kommt noch eins? Oh, schon Access. Das ging ja. Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Okay, Morleys Büro. Wir können es im Schrank verstecken. Terminal, was haben wir denn da so Schönes? Privat, Fehler. Dr. Lingard, wir benötigen Ihr Stimulanziennachschub. Uns geht der Vorrat aus und noch dazu scheint Coolman das Zeug wie Süßigkeiten zu verteilen. Den Logs nach war er diese Woche schon 16 Mal in der Arzneiausgabe. Wir müssen die Medikamente rationieren. Die Bevölkerung von der Sevastopol wird mehr und mehr brauchen, je näher die Stilllegung rückt. Können Sie mit Coolman reden und herausfinden, wohin die Medikamente gehen? Okay, also hat jemand Medikamente geklaut, verstehe. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Okay, der Zugangscode ist also 1702. Das schreibe ich mir mal auf, bevor ich das gleich vergesse. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Warnung. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Okay. Quarantäneprotokoll San Crystal Krankenstation aktiv. Der Zutritt zum primären Pflegebereich ist ausschließlich Marshals und Führungspersonal gestattet. Universeller Zugangscode ist 1702. Systemscan zur Entdeckung möglicher Quarantäneverletzungen erfolgt alle 15 Minuten. Sevastopol, ein Vorposten des Fortschritts von Julia Jones. Beunruhigende Anwohner. Das Recht, Waffen zu tragen, hat sich auch im kolonialen Weltraum durchgesetzt. Allein verwundbar und Lichtjahre vom Gesetzesvollzug entfernt. Wer könnte den Reisenden schon die Möglichkeit verwehren, sich selbst und ihre Familie zu beschützen? Die Schattenseiten dieser Arguments ist die Sevastopol, wo sich Verbrechen mit Schusswaffen häufen. Es dreht sich in einer vergessenen Ecke des Weltraums im Kreis. Die Bewohner sind deprimiert und niedergeschlagen. Wer es sich leisten konnte, ist schon vor Jahren abgehauen. Freunde und Nachbarn blieben zurück zwischen verlassenen Geschäften, rostigen Systemen und vergessenen Träumen bis wirtschaftlicher Aufschwungs im Weltraum. Die Bewohner Sevastopols führen sich getäuscht. Angelockt von Unternehmen, die nicht wahrhaben wollten, dass die Weltraumblase kurz vor dem Zerplatzen stand. Sie sind wütend, verzweifelt und zusehend gespalten. Das jüngste Vorgehen der kolonialen Marshals gegen den Schwarzmarkt verstärkt die Feindseligkeit. Die Station scheint jeden Tag ein Stück näher an den Abgrund zu rutschen. Okay. Haben wir ein Audiolog? Okay. Den können wir uns leider nicht anhören, weil der fehlerhaft ist und Zubehör gibt es hier nicht. Gut, dann haben wir jetzt den Zugangscode. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Finden wir aber sicherlich nicht hier, vermutlich. Finde die Schlüsselkarte. Leider auch nicht markiert, wo sie ist. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal so die Gegenden durchsuchen. Das Terminal 1 einsammeln. Ach, Bindemittel. Wo steht denn hier Bindemittel? Ach, das ist voll. Ich wollte gerade sagen, Bindemittel habe ich nicht mehr gesehen, aber steht da, klar. Okay, hier drin ist es anscheinend nicht. Gerät unzureichend. Hier brauchen wir so einen besseren Schlösserknacker, hätte ich fast gesagt. Verstecken. Gut, das Alien kann vermutlich hier überall auftauchen. Das wird sich nicht wirklich dran halten, dass es nur da vorne in dieser einen Station rumirren darf. Halten zum Verstecken. Leider sehe ich nichts, aber es ist da. Man hat es genau gehört. Alles ist ruhig. Ist es fortgegangen oder ist es noch da draußen?
Ich glaube, wir sollten mal rausgehen gucken. Mit C konnten wir uns duken, genau. Nicht mit Steuerung. Okay, da oben irrt es also rum. Wir haben tatsächlich das Alien wieder hier. Und es jagt uns. So, die Frage ist jetzt, wo wir jetzt hin müssen. Strom wiederherstellen, um da unten reinzukommen. Okay, das ist doof. Ich hoffe, dass dieses Teil wirklich so laut weiterhin poltert, wie es... Man hat es gerade wieder gehört, ich weiß nicht wo. Ah, da drinne. Das Problem, dieses Viech ist verdammt schnell. Ah, jetzt hat's uns. Okay. Ja, was sollen wir jetzt machen? Gegen dieses Alien kann man, glaube ich, nichts machen. Wenn das einen hat, hat es einen. Wir müssen jetzt nur mal den Zugangscode erst wiederholen. Ich hoffe, der verändert sich nicht jedes Mal. Okay, wir müssen dann gucken, wenn wir den Zugangscode haben, dass wir hier schnellstmöglich reinkommen. Ganz genau. Diesen Korridor. Ja, wissen wir ja. Das haben wir alles gerade schon mal gemacht. Der Alien hätte uns bloß nicht kriegen dürfen. Ist das wieder hier unten? Na, ist das diesmal da? Ja, das... Nein, das war Fehler, verdammt. Das und das. So, Code akzeptiert, lassen wir uns rein. Und damit wir diesen Code wiederholen können für die Versorgungsstation. Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. So, jetzt haben wir... Haben Sie den Zugangscode gefunden? Ja, haben wir. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Okay, wir müssen also Molly finden. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge, ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Okay, jetzt kommt das Viech da raus. Jetzt verschwinden wir schnell, würde ich sagen. Verstecken wir uns einfach mal einen Moment, damit das Ding wieder in die andere Richtung abhaut. Okay, man kann hier auch so ein bisschen zur Seite rutschen, um zu gucken, verstehe. Da vorne steht's. Ich frage mich immer noch, ob es in die Schränke gucken kann oder nicht. Also ob es Schränke aufkriegt. Ja, es geht jetzt da hinten hin. Danach geht es, glaube ich, nach links weiter. Dieses Teil ist bloß so verdammt schnell, dass ich gerade noch nicht genau weiß, wie wir da vorwegkommen sollen gleich. Und vor allen Dingen, wo Molly ist. Okay, wenn es da gerade war, sollten wir vielleicht als nächstes erstmal da lang gehen. Jetzt verschiebt da was, wollte ich gerade sagen? Nein, hat's nicht. Okay, es ist jetzt da drin. Irgendwas hat's da kaputt gemacht. Auf jeden Fall. Da gibt es hier hinten in der Ecke irgendwas. Die Frage, ich habe auch keine Ahnung, wo wir Molly finden können. Der wird ja eigentlich abgehauen sein, oder? Mist, die Tür ist verschlossen. Das ist nicht gut. Wenn das Ding jetzt hier in die Ecke kommt, sind wir wieder hinüber. Oh, Mist. Hier haben wir auch gerade nichts zum Verstecken. Okay, wenn man still sitzen bleibt, so in solchen Ecken, sieht es einen nicht. Okay. Geht, wir müssen vermutlich dahin, wo es was kaputt gemacht hat, da vorne. Gehen wir mal davon aus, es ist da, wo der Strom sogar splattert. Wo lang geht es? Okay, es geht da lang weiter. Oder auch nicht, okay. Ich würde sagen, in diesen Raum hier erstmal rein und wir verstecken uns mal im Wandschrank. Bis er diesen Raum wieder passiert hat.
Da vorne ist es jetzt. Nächstes müsste es ja theoretisch wieder hier lang kommen und hier reingehen. Es ist auf jeden Fall noch sehr nah. Es ist sehr, sehr nah. Jetzt müssten wir gleich in diesem Raum relativ sicher sein, weil hier geht's da lang. Wieder weg, nämlich. Allerdings weiß ich auch nicht, ob der irgendwelche festen Laufwege hat. Weil die wirken jetzt gerade so ein bisschen, wir laufen mal überall so ein bisschen langmäßig. Die Dr. Mowgli ist aber auch nicht hier. Ich hätte vielleicht gedacht, dass der hier irgendwie in einem der Betten auf der Krankenstation ist. Aber anscheinend nicht. Kommt das Viech jetzt wieder hierher? Ja, hier wird er uns wohl in dem Bett nicht sehen. Huch, wie geil, dass es Sachen, die im Weg liegen, sogar beiseite schiebt. Oh. Aber wo könnte Mowgli noch sein? Dahin müssen wir, okay. Gut zu wissen, dass die Karte uns das jetzt sagt. Wo ist das komische Viech hin? Ich habe gerade keine Ahnung. Vermutlich werden wir jetzt gleich nochmal geschnappt. Weil ich einfach gerade keine Ahnung habe, wo es ist. Okay. Geht. Wir müssen jetzt ja auf jeden Fall dahinter her. Wir haben jetzt gerade keine Wahl. Okay. Ich hoffe, es patrouilliert jetzt nicht wieder hier lang. So, das müsste ja eigentlich unsere Chance sein, jetzt weiter in die Richtung zu kommen. Hoffe ich. Das Problem ist, das Ding ist ja versperrt. Ich will jetzt eigentlich hier rein und mal speichern, damit wir erstmal wissen, wo wir hin müssen. War hier nicht das Speicherteil drin? Oh, vielen Dank, dass eine Person Frühstück vorbereitet. Das Emergency-Ding zum Speichern. Das wäre es jetzt noch, wenn es in dem Moment, wo wir speichern, da reinkommt und jetzt in der Endlos-Dauer-Schleife stecken mit Sterben. Jetzt müssen wir gleich gucken, dass wir uns da drüben reinkriegen und uns das in uns kriegt, oder wie? Weil die Tür da drüben ist ja versperrt. Eins, sieben, null, zwei. Okay, jetzt sollten wir erstmal vor dem Alien wieder weg sein, theoretisch. Du meinst, Notfall zumachen kann man, ne? Klar. Jetzt sollte das Ding auch erstmal verschlossen sein für einen Moment. Gucken wir mal, ob wir Mowgli finden. Dem guten Doc. Die Widerschränke zum Verstecken. Ich meine, die haben wir überall hier. Heißt nicht, dass das Alien jetzt uns folgt. Die Substanzen nehmen wir gerne mit. Noch ein Schrank. Okay, nach der Musik ist es garantiert gleich wieder hinter uns. Man hört sie eigentlich schon, quasi. Okay, langsam fängt dieses Spiel an, doch so ein bisschen gruseliger zu werden. Schrott. Okay, Schrott haben wir voll. Ich glaube, wir haben alles langsam voll, kann das sein? Wie war das so? Nein, ich will das nicht in die Hand nehmen. Ich will einen Revolver in der Hand halten. Aber ich wollte mal gucken. Die haben wir natürlich nicht voll. Sensoren, Sprengkapseln, wir könnten bei den Bomben noch mal ein bisschen was basteln. Rauchgranaten. Okay, da haben wir natürlich nicht alles von. Geräuschemacher vielleicht. Nein, dann bauen wir uns halt noch mal eine Granate hiervon. Da brauchen wir nämlich Bindemittel, da brauchen wir nämlich davon ein. So, klicken zum Fertigen. Können wir nämlich den Schrott erstmal wieder mitnehmen, einmal noch.
Molly. Hier, Dr. Molly. A26. Die 21 sind uns und suchen Sie die Räume, auf denen Molly steht. 21, A21, A29, 26 und 21. Wir untersuchen einfach alle Räume, würde ich sagen. Wer weiß, was man in den restlichen findet. Oh, Komponenten, Bindemittel, Substanzen, super. Der ist leider leer. Ich glaube, wir sind nicht so auf dem Versorgungstrakt hier gerade. Ladungen, ich glaube, langsam haben wir auch alles wieder voll. So, wir sind jetzt da. Leitender, also untersuchen Sie die Räume, in denen Molly sein könnte. Personalquartier. Wir sind gerade im Personalquartier. Okay, verstehe. Ich glaube, es ist hier. Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es, dass es hier ist. Und das war knapp. Jetzt hat es uns fast wieder gehabt. Oh nein. Musste ausgerechnet jetzt was runterfallen hier. Komischer Behälter da, der plötzlich hier runterfällt. So schnell bin ich leider nicht mehr zu dem Schrank gekommen, um mich da rein zu verstecken. Was macht es da in der Ecke? Jetzt geh endlich, du komisches, hässliches Alien. Irgendwie haut es gerade nicht wirklich ab, sondern bleibt hier immer um unseren Dings rum stehen. Alter, dieses Viech. Jetzt gerade nervt es etwas nur. Wenn es da drin ist, ist das gerade meine Möglichkeit, mal rauszukommen. Aus dem Raum. Hoffe ich auf jeden Fall. So, auch nicht Morlys. Ja, hier gibt es halt die Berichte. Oh, Leuchtfackeln. Leuchtfackeln sind immer gut. Ich glaube, wir haben es jetzt erstmal wieder abgegangen, weil es ist da hinten geblieben. Oder auch nicht. Wir haben es wieder deutlich schneller angelaufen. Mann, muss dieses Viech tatsächlich da lang gehen, wo ich jetzt habe, gerade vor lang zu gehen? Wir sollen da untersuchen. Ich glaube aber, dass wir... Keine Ahnung, wo die Räume sein sollen. Ich glaube, es ist hier lang weiter, unser Alien-Freund. Oder? Ja, da hinten durch die Tür ist es gegangen. Staff Quarter. On Duty Doctor. Okay, jetzt ist, glaube ich, ganz zurückgegangen erstmal. Mist, da waren wir auch schon drin. Sind wir gleich im Kreis gegangen, ne? Staff Quarter, okay. Machen wir hier schon lang? Ne, hier lang waren wir tatsächlich noch nicht. Duty Doctor, was haben wir hier? Psychoklinik. Wir gucken einfach mal jeden Raum ab, ob wir interessante Sachen finden. Was haben wir hier? Bauplan Rohrbombe, okay. Und ich würde sagen, wir verstecken uns unter dem Tisch. Und damit endet die Folge an dieser Stelle. Und wir sehen uns morgen wieder zurück zu Alien Isolation. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, euer Kailan. Ciao.